So, guten Morgen. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar ServiceNow IT und Geschäftsprozesse digitalisieren. Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Steffen Wenzel, ich moderiere dieses Webinar und habe zwei tolle Referenten heute auch zu Gast, die ich Ihnen gleich noch näher vorstellen möchte. Den Thomas Stullig, er ist Managing Consultant bei der DTCon International, und Mike Scotto, er ist Solution Architect ServiceNow bei der T-Systems Multimedia Solutions. Die beiden Firmen arbeiten zusammen, das werden wir heute auch in dem Webinar noch kennenlernen. Der Mike, nochmal extra erwähnt, hat sehr kurzfristig heute den Part von dem Ralf Oldenburg übernommen, der in dem Webinar Ankündigung noch drin stand, der ist aber leider erkrankt, wie so viele jetzt gerade in der Grippewelle, und dementsprechend sind wir sehr froh, dass wir den Mike heute zu Gast haben. So, was haben uns die beiden mitgebracht? Wir werden heute Ihnen eine kurze Einführung insgesamt in das Thema Enterprise Service Management geben. Was müssen Sie da beachten, beziehungsweise worum geht es da eigentlich? Auch die aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt, darauf werden wir natürlich eingehen. Und dann ganz speziell, was kann denn eigentlich ServiceNow? Also was bietet Ihnen dieses Tool? Sie kennen da vielleicht auch andere Tools. Wir möchten uns heute mit ServiceNow beschäftigen. Und da zeigen wir Ihnen auch konkrete Einsatzszenarien im Kundenservice oder ein konkretes Einsatzszenario. Und am Ende haben wir sicherlich auch noch mal 10 Minuten Zeit, um mit Ihnen Ihre Fragen, die ich dann mittendrin oder über das ganze Webinar hinweg gesammelt habe, dann auch zu besprechen. So, das ist so der Part, den Sie vielleicht vorab wissen sollten, und damit kommen wir nicht jetzt zum Referat bzw. zu dem Vortrag, sondern wir kommen nochmal zuerst zu Ihnen, nämlich zu einer ersten Umfrage. Haben Sie bereits Erfahrung mit ServiceNow und anderen Service Management Tools gesammelt? Und wenn ja, mit welchen? Das würde uns natürlich interessieren, um auch so ein bisschen eine Einschätzung zu bekommen, wo Sie da gerade stehen in Ihrem Unternehmen. Also, und wie gesagt, wenn Sie schon Erfahrungen gesammelt haben oder mit anderen Tools gesammelt haben, würde uns sehr helfen, wenn Sie uns auch den zweiten Bereich dieser Umfrage ausfüllen und uns einfach mal ein kurzes Stichwort geben würden, wo Sie das, mit welchen Sie das gemacht haben, und dementsprechend kriegen wir dann hier ein paar Antworten. Und jetzt kriegen wir auch schon was rein, und das ist für mich die Chance, den Thomas Stullig nochmal herzlich zu begrüßen. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Steffen. Vielen Dank. Ja, genau. Und wir sehen, also mit ServiceNow haben immerhin schon fast ein Drittel, 27,5% hier unserer Teilnehmer heute Erfahrung gesammelt. Aber insgesamt gibt es doch eine Menge an Service-Management-Tools, Service-Management-Tools, die hier schon entsprechend genannt werden. Du siehst sie auch, BMC Remedy, OTRS, Jira, Omnitracker, also das sind ja, da ist anscheinend eine Menge los auf dem Markt. Absolut, also ich habe gerade schon mal ein bisschen rauf und runter gescrollt. Die fast alle Tools sagen mir natürlich was. Es sind Tools, die aus dem IT-Service-Management-Markt kommen und natürlich schon etwas länger etabliert sind. Das sind Tools, die zumal on-prem, also in den eigenen Rechenzentren laufen, die auch halt eine ganz gute Historie haben, wie SN9 oder wie BMC auch eine lange Historie haben. Und das ist natürlich spannend zu sehen, was da gerade schon etabliert ist. Aber ServiceNow ist schon Marktführer jetzt mittlerweile, habe ich gelesen. Stimmt das? Tatsächlich ist ServiceNow jetzt Marktführer bezogen auf die IT-Service-Management-Umgebung, als auch, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen werden, auf das Thema, was gerade ziemlich hochläuft, das Enterprise Service Management. Warum das so ist, werde ich gleich auch nochmal in meinem ersten Teil ein bisschen erklären. Aber das finde ich schon mal ganz gut, dass ich so eine Idee dafür habe, wie die Teilnehmer bisher Erfahrung damit gesammelt haben und in welchem Umfeld sie gerade unterwegs sind. Dann legen wir los und viel Spaß. Ja, danke schön. Ich habe mir ein Zitat mal zurechtgelegt, das habe ich in der Computerwoche gefunden, und ich glaube, das trifft die Thematik ganz gut. Ich habe jetzt den Eindruck, dass manche schon das Thema IT Service Management verstanden haben in Bezug auf Incident, Change und Problem Management.
Was jetzt aber viel interessanter ist, weil das ist ja schon fast Brot- und Buttergeschäft, ist, dass man mit dem Einsatz von Enterprise Service Management das gesamte Unternehmensspektrum, was man da an Prozessen, an Abläufen hat, automatisiert über Workflows laufen lassen kann. Das können viele Systeme natürlich auch, aber das Spannende an ServiceNow ist, dass es halt sich um ein einziges System hat, was quasi wie so eine Spinne im Netz und einem großen Datentopf sich dieses Themas bedienen kann. Wenn wir jetzt gucken auf das Thema Enterprise Service Management, nehmen wir ein bisschen Abstand von der reinen Betrachtung auf IT. Heißt auch, dass wir uns nicht mehr nur um die IT-Mitarbeiter und die IT-Nutzer kümmern, sondern wir kümmern uns jetzt dann auch um die Verwaltungsmitarbeiter, um die Finance-Mitarbeiter, um die Partner, um vor allen Dingen ganz wichtig, um die Kunden. Und das haben wir dann auch mit ServiceNow in der Möglichkeit, aus einem System mehr zu bedienen. Um das besser zu verstehen, gucken wir mal, wo wir eigentlich herkommen. Wenn wir einen Arbeitsablauf oder einen Prozess im Unternehmen haben, haben wir da meistens entweder teilweise Tool-Unterstützung oder mindestens ein Tool, was das ganze Thema unterstützt. Schließlich haben wir auch mehrere Accounts, wir haben mehrere Datentöpfe, haben aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass das nicht alles so reibungslos ineinander greift. Wenn wir uns genau einen Blick auf die Arbeitsabläufe gönnen, stellen wir auch fest, dass die entweder schlecht dokumentiert sind oder, wenn sie dokumentiert sind, wir damit zu kämpfen haben, dass viele Aufgaben personenbezogen sind, dass viele Aufgaben manuelle Aktivitäten erfordern. Die sind natürlich dann dadurch nachteilig beeinflusst, dass die Verfügbarkeit der Menschen, die man braucht, nicht da ist, dass man vielleicht Medienbrüche hat, also man muss ein Excel ausdrucken und wieder da eintippen oder weiterreichen oder eine E-Mail schreiben oder auf eine Freigabe warten. Das Ganze macht die bestehenden Arbeitsabläufe von der zeitlichen Vorhersage, wie lange ich dafür brauche, und auch von dem qualitativen Ansatz schwer bis gar nicht kontrollierbar. Was wir uns natürlich dann wünschen für ein Idealbild, um überhaupt eine Gesamtsicht auf die Unternehmensprozesse bekommen zu können und das Gefühl zu haben, ja, ich weiß, wo ich in meinem Unternehmen gerade stehe im Arbeitsablauf, wo es klemmt und wo die Engpässe sind, brauche ich etwas, was mir das ganze Thema digitalisieren kann, vor allen Dingen messen kann und ich damit auch steuern kann. Denn wenn ich etwas steuern kann, habe ich auch eine Chance, SLAs gegenüber den ganzen Beteiligten zu verfassen und auch zu erfüllen. Wie kann ich das schaffen? Das kann ich schaffen, indem ich meine Datenbasen, die ich im Hintergrund habe, weil ich habe Unternehmen schon gesehen, die haben allein für ihre IT-Welt nicht nur eine Datenbank, sondern 15 Datenbanken gehabt, die sich teilweise redundant überlappen oder auch nur unvollständig gepflegt sind, dass ich eine einzige Datenbank habe, dass ich es schaffe, auf dieser Datenbank durchgängige Arbeitsabläufe, neudeutsch Workflows, zu haben, dass ich es schaffe, und damit kriege ich die Akzeptanz der Benutzer, auch eine sehr hohe Nutzerfreundlichkeit für die Kunden, für die Benutzer, also eine Usability zu haben, und damit auch schnell Ergebnisse liefern kann, dass ich sage, ich habe die Akzeptanz dafür. Wenn ich so ein System habe, bezieht sich das nicht nur, wie gerade gesagt, auf IT Service Management, sondern auch auf Customer Service Management, da werden wir dann gleich auch in der Demo drauf eingehen, und alle anderen Bereiche auch. Das ist jetzt im Prinzip das, was ServiceNow bietet. Jetzt muss man über ServiceNow zwei Besonderheiten wissen. Die erste Besonderheit ist die, dass es nicht ein Produkt ist, was man wie ein BMC oder wie ein HP auf seinen eigenen Servern laufen lässt und dann die Benutzersteuerung und Verwaltung selber macht, sondern das ist ein reiner Software-as-Service. Gedanke, der dahinter steckt, also eine Plattform aus der Cloud. Diese Plattform aus der Cloud hat den Vorteil, dass sie natürlich dann auch, was das Thema Verfügbarkeit und Erreichbarkeit angeht, eine sehr hohe Flexibilität angeht, hat den Nachteil, weil es keine Kaufsoftware ist und weil es in der Cloud ist, man natürlich dann auch sich über Gedanken über die Business Cases machen soll, weil es ist ein Lizenzmodell, was dahinter steckt, was Laufzeiten hat.
Natürlich, und das merke ich gerade auch in der Beratung bei vielen deutschen Unternehmen, kriegen die ein bisschen Sorge, wenn die sagen, okay, ich lagere das in eine Cloud aus, die möglicherweise in Amerika oder sonst irgendwo ist. Ich weiß nicht genau, wer die betreibt. Da gibt es auch Möglichkeiten, die wir auch als T-Systems bieten. Da komme ich dann aber gleich dann nochmal drauf zu, um diese Ängste ein bisschen zu bedienen. Warum haben wir uns als T-Systems, also Dedicon und MMS und alle beteiligten Einheiten entschieden, mit ServiceNow eine Elite-Partnerschaft einzugehen? Wir haben gesagt, wir halten dieses Konstrukt, wir nutzen das im Übrigen auch für unsere interne T-Systems Prozessverbesserung und Toollandschaftsvereinheitlichung, weil es eine hohe Flexibilität bietet. Und wir auch das Wissen haben, also ich bin ja aus dem Beratungsbereich, zu sagen, ist es überhaupt für mich als Unternehmen relevant oder nützlich, ServiceNow in Betracht zu ziehen? Und wenn ja, wie kann ich ServiceNow nutzen? Muss ich alle anderen Systeme wegschmeißen? Habe ich Schnittstellen? Ja, ServiceNow hat viele Schnittstellen. Wie kann ich dann, wenn ich meine Use Cases definiert habe, auch die implementieren? Da kommt dann gleich mein Kollege Mike drauf zu sprechen, was wir da schon mal vorbereitet haben. Und jetzt komme ich auf den Aspekt der German Cloud. Wir haben auch im Rahmen der Partnerschaft mit ServiceNow die Möglichkeit, ServiceNow in deutschen Rechenzentren oder europäischen Rechenzentren laufen zu lassen und dann auch eine lokale Betriebsmannschaft diese Instanz für den Kunden betreiben zu lassen. Das ist das, was wir unter Enterprise Service Management mit einem System verstehen. Ich habe gerade diesen Kringel darum gemacht. Ich will jetzt nicht auf alle Details eingehen, dass wir uns auch um das Thema Customer Service Management beschäftigen. Und da würde ich jetzt dann gerne dann auch an meinen Kollegen Mike übergeben. Steffen. So, wir kommen nämlich erst nochmal, bevor wir an den Mike übergeben, nochmal zu einer weiteren Umfrage, nämlich der zweiten heute. Und wir möchten mit Ihnen ganz kurz besprechen, haben Sie sich schon mit den Digitalisierungsmöglichkeiten von Arbeitsabläufen in Ihrem Unternehmen überhaupt beschäftigt? Also so ganz allgemein, wir haben ja mit ServiceNow eine Möglichkeit eines Service-Management-Tools, das entsprechend diese Arbeitsabläufe digitalisiert. Wir haben ja auch gesehen, es gibt schon viele, die das machen. Und dementsprechend haben wir verschiedene Antwortmöglichkeiten. Nein, also wir haben uns noch nicht beschäftigt, sehen aber Handlungsbedarf. Wir sehen auch noch nicht mal Handlungsbedarf. Wir haben es nicht oder teilweise umgesetzt. Also wir sind noch am Anfang, soll das bedeuten. Oder wir sind auch schon fertig. Also bei uns ist schon alles, alle Bereiche sind digitalisiert. Vielleicht nicht alles, ja, das wissen wir ja auch. Denn man ist nie fertig. Es kommen auch immer wieder neue Aufgaben hinzu. Aber grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg. Vielleicht fasst das Ganze zusammen, gut zusammen. Thomas, jetzt sehen wir hier in dem Ergebnis, dass wir doch schon, dass schon viele, die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechend schon auch Digitalisierungsmöglichkeiten von Arbeitsabläufen umgesetzt haben. Wir haben ja auch eine ganze Palette an Tools gesehen, die da im Einsatz sind. Was mich ein bisschen wundert, knapp 18% sehen überhaupt keinen Handlungsbedarf. Wie kann das sein? Haben die keine Arbeitsabläufe, die man digitalisieren kann? Vielleicht können Sie uns das nochmal schicken, auch im Chat. Das würde uns interessieren, warum Sie gar keinen Bedarf sehen, wenn hier 20% das entsprechend also sagen. Das, ehrlich gesagt, überrascht mich doch ein bisschen schon. Diese 20%, mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass viele der beteiligten Unternehmen oder der Teilnehmer, die hier sind, sich schon auch mit den Digitalisierungsmöglichkeiten beschäftigt haben, gerade, wie ich auch gesehen habe, in den Tools, die ja ganz am Anfang dargestellt wurden, sich ja auch die Möglichkeit dann bietet, die Arbeitsabläufe bezogen, wie schon erwähnt, für Incident Change und Problem Management abzubilden. Natürlich, und das ist ja eigentlich das, wo jetzt die Musik spielt, ist dann der Bedarf auch da zu sagen, wie kann ich denn meine anderen Geschäftsprozesse noch damit umsetzen? Und das sehe ich hier dann auch bei den 37,1%. Mit dem kein Handlungsbedarf. Interessant, würde mich tatsächlich wirklich brennend interessieren, warum da kein Handlungsbedarf ist. Also das finde ich spannend. Ich kriege aber auch immer, anscheinend habe ich was falsch vorgelesen oder falsch betont. Vielleicht liegt der Fehler bei mir. Ich kriege gerade einen Hinweis, ich hätte es falsch vorgelesen. Nein, sehen aber Handlungsbedarf.
Ich habe es falsch vorgelesen, das stimmt. Ich habe es jetzt eben, ich habe gesagt, wir sehen noch nicht Behandlungsbedarf. Das haben wir Okay. gar nicht hier aufgeschrieben. Okay. Ah, da hat einer sehr gut aufgepasst und vielen Dank für die Korrektur. Sie haben natürlich vollkommen recht, wir sehen aber Behandlungsbedarf. Nein, das heißt, es ist natürlich, man sollte seine eigene, man sollte sich da nochmal Ich sehe es überprüfen. auch. So, Also du jetzt hast falsch hat. vorgelesen, ich habe falsch geguckt. Passt jetzt. Jetzt wird das Bild auch wieder konsistent für mich. Jetzt wird es in Sehr Ordnung. gut. Ja, Danke. es ist ja schön, wenn auch mal Fehler passiert. Also, Sie sehen da Handlungsbedarf und das freut uns natürlich sehr. Also, gut. Vielleicht, Mike, gehen wir jetzt mal in ein Feld rein, in dem wir uns mal anschauen, wie so ein Einsatzszenario der Prozessdigitalisierung im Retail-Bereich aussieht. Und dann gucken wir uns nämlich jetzt auch mal konkret ServiceNow-Anwendungen an. Vielen Dank. Vielen Dank, Jetzt Thomas, für ist die es Julia. Einführung in ServiceNow. Ich möchte Sie jetzt, werte Seminarteilnehmer, mitnehmen, um eine Teildisziplin in ServiceNow näher zu beleuchten. Eine Disziplin, die im Moment sehr stark wächst in ServiceNow. Mit jedem Release, was ServiceNow hier rausbringt, kommen neue Funktionen hinzu. Und das ist das Thema Customer Service Management. Customer Service Management als Disziplin an sich ist auch schon wieder viel zu groß, um das in einem Seminar vorzustellen. Deswegen haben wir gesagt, wir picken uns einen Aspekt heraus, nämlich den Bereich Retail und die Prozessdigitalisierung in diesem Bereich. Warum glauben wir, dass das ein Aspekt ist, der Sie interessieren könnte? Ich glaube, Sie haben alle einmal schon mal die Situation erlebt, dass Sie im Laden etwas gekauft haben oder online bestellt haben und dann zu Hause haben Sie festgestellt, nee, das war ja gar nicht das, was ich wollte, oder das Produkt ist defekt. Und genau an diesem Punkt setzt Retail an. Sie werden dann nämlich versuchen, mit dem Anbieter des Produktes oder im Warenmarkt eine Reklamation anzustoßen oder vielleicht einen Umtausch des Produktes zu erwirken. Also eine der größten Herausforderungen im Retail-Bereich sind die vielen Kanäle, mit denen ein Kunde mit dem Hersteller in Kontakt treten kann. Das klassische Szenario, ich gehe in den Laden, lege mein defektes Produkt auf den Tresen beim Kundenservice, das kennen ja alle. Auch Telefon und E-Mail schreiben, vielleicht auch noch das Oldschool-Fax an den Hersteller sind drin. Aber heute im Rahmen der ganzen Multimedia und Social Möglichkeiten kann es auch sein, dass Kunden über einen Facebook-Kanal mit dem Hersteller kommunizieren und dort ihre Beschwerde loswerden wollen. Und all das muss ein Hersteller einfangen, um alle Kunden gerichtet in einen Kanal zu lenken. Und ein Hersteller, der seine Retail-Prozesse noch nicht Ende zu Ende digitalisiert hat, kann sich unter Umständen mit den hier dargestellten Problemen konfrontiert sehen. Nämlich dann, wenn ein Kunde im Markt eine Reklamation anstößt, kann es sein, dass ein unstrukturierter oder unkoordinierter Prozess angestoßen wird, der durch Medienbrüche gekennzeichnet ist oder fehlende Integration in Bestandssystemen wie ein SAP oder auch durch eine hohe Anzahl von beteiligten Mitarbeitern, die sich um den Fall kümmern. Ergebnis solches Szenarios ist zum Beispiel eine wirklich lange Bearbeitungsdauer im Bereich von mehreren Wochen, oder auch eine geringe Abschlussquote. Abschlussquote meint hier, dass der Fall des Kunden nicht erfolgreich zu Ende geführt werden konnte im Sinne des Kunden. Und diese Dinge provozieren regelrecht dann unzufriedene Kunden und unzufriedene Kunden werden sich auf Kanälen äußern und ihr Unmut laut machen, die ein Hersteller nicht unter Kontrolle hat. Hier mal ein Beispiel aus einem existierenden Imageportal Reklabox, wo wir einen Screenshot gezogen haben. Die Zahlen stimmen, die sind real, nur das Unternehmen wurde ausgetauscht. Hier mit einem fiktiven Unternehmen Do It Yourself Heaven, auf das ich dann später nochmal eingehen werde. Ja, wie kann jetzt ServiceNow dabei helfen? Wie kann ServiceNow Ihnen helfen, einen Kundensupport aufzubauen? Provokativ gesagt, einfach mitten rein in die Landschaft platzieren, in die IT-Landschaft. Und im ersten Schritt vielleicht schon irgendwelche Bestandssysteme ablösen. Das kann sein ein in Jahre gekommenes Ticketsystem oder die in irgendwelchen Netzlaufwerken abgelegten Vertragsdokumente mit den Lieferanten oder vielleicht die über die Jahre liebevoll gepflegten Excel-Listen mit Produktdaten. All das kann man relativ einfach in ServiceNow übernehmen und miteinander verzahnen. Wenn das nicht funktioniert, wenn es da Bedenken gibt, kann man auch genauso gut ServiceNow parallel zu der bestehenden IT-Landschaft aufsetzen, weil wir haben ja gerade von dem Thomas Stullig erfahren, dass ServiceNow ein Cloud-Produkt ist. Sie kaufen Lizenzen und nutzen ServiceNow in der Cloud und können dann später entscheiden, welche Tools, welche Prozesse, ja, welche Daten Sie noch integrieren möchten, Schritt für Schritt.
Ja, warum ist ServiceNow angetreten? Um das alleinige Tool zu sein, um alle Prozesse im Unternehmen abzubilden. Einfach weil ServiceNow sehr viele Module mitbringt, angefangen von Human Resources bis zum Lieferantenmanagement oder Security, ist alles möglich. Ich habe am Anfang, als ich mich mit ServiceNow beschäftigt habe, immer gesagt, ServiceNow kann alles außer Kaffee kochen. Heute sage ich, ServiceNow kann alles, sogar Kaffee kochen. Warum sage ich das? ServiceNow ist auch ganz gut darin aufgestellt, externe Geräte anzubinden, also Thema IoT. Und solche Geräte können sein, nicht nur die Kaffeemaschine, auch Sensoren im Lager, die irgendwelche Daten senden oder Alarme. Und über das Alert Management in ServiceNow kann man dann über definierte Schwellwerte und bei Überschreiten dieser Schwellwerte Aktionen auslösen, zum Beispiel automatisiert ein Incident einstellen oder eine Eskalation anstoßen. Ich könnte jetzt noch stundenlang über ServiceNow schwärmen, möchte mich jetzt aber wieder auf den Bereich Customer Service Manage konzentrieren und nochmal zusammenfassen, welcher Vorteil sich ergibt, wenn Sie ServiceNow bei sich für den Support einsetzen. Das ist vor allen Dingen die Reduktion der Prozessdauer. Von mehreren Wochen kann sich die Bearbeitung eines Falles reduzieren auf wenige Tage im schlimmsten Fall. Idealerweise auf wenige Stunden. Auch die Anzahl der beteiligten Personen kann reduziert werden. Oder sie bleibt gleich. Ich kann aber dann gleichzeitig viel mehr Kundenfälle bearbeiten mit der gleichen Mannschaft. Das wiederum hat natürlich zufriedene Kunden zur Folge. Und zufriedene und loyale Kunden werden dann in ihrem Umfeld Werbung machen für sie als Unternehmen, für ihre Produkte und damit wieder neue Kunden generieren, wodurch sich dann letztendlich auch ihr Umsatz wieder steigert. So, nach der ganzen theoretischen Vorbetrachtung machen wir jetzt den Absprung mal in etwas Praktisches. Und zwar möchte ich ja einen besonders wichtigen Kanal beleuchten, das Kunden- und Serviceportal. ServiceNow bringt out of the box ein Kunden- und Serviceportal mit. Ich sage das deshalb so bewusst, weil Sie haben vielleicht aus Ihrer eigenen Erfahrung noch im Kopf, wie das letzte IT-Projekt in dem Bereich gelaufen ist, welche Kosten es verursacht hat. Ich vermute mal irgendwas im mittleren sechsstelligen Bereich und wie lange es gedauert hat. All das können Sie mit ServiceNow vergessen, weil ServiceNow bringt out of the box Portale mit. Auch hier bewusst die Mehrzahl. Sie können beliebig viele Portale generieren und mit wenig Aufwand anpassen. ServiceNow bringt verschiedene Portalvorlagen mit. Das können interne Portale sein zur Abbildung von HR-Prozessen oder Bestellkataloge für IT-Leistungen der eigenen IT-Abteilung. Es bringt aber auch eine Portalvorlage mit, um so ein Kunden- und Serviceportal für den Endkunden zu bauen. Und hier sehen wir ein angepasstes Portal. Wir haben hier über den Portal-Designer das Logo ausgetauscht, eigene Farbwelt geschaffen und Hintergrundbilder gesetzt. Und im Page-Designer kann man dann einzelne Funktionalitäten per Drag und Drop auf einer Seite platzieren und entsprechend konfigurieren. ServiceNow bringt wirklich einen großen Blumenstrauß an Funktionalitäten mit. Wir haben hier zum Beispiel links hinter der Kachel Wissen eine sogenannte Knowledge Base, wo Kunden, aber auch die Support-Mitarbeiter Wissensartikel verfassen können, um dann wiederum anderen zu helfen. Ich kann das Unternehmen auch eine Community anbieten, um da vielleicht wieder ein bisschen mehr die Kontrolle darüber zurückzugewinnen, wo die Kunden und wie die Kunden sich äußern. Hat der Kunde jetzt einfach nur ein Anliegen, das er loswerden möchte, ohne jetzt groß sich mit anderen zu unterhalten, dann geht er höchstwahrscheinlich auf die Support-Kachel, kann hier wiederum mehrere Möglichkeiten angeboten bekommen, wie er mit dem Support in Kontakt tritt. Oben rechts sehen Sie zum Beispiel auch Chat. Ich könnte also auch hier einen Chat aufmachen und wenn der Support-Mitarbeiter gerade nicht anwesend ist, zum Beispiel nachts, dann könnte man auch so weit das ServiceNow konfigurieren, dass ein Bot mit einem redet. Will ich das einfach nur loswerden im einfachen Formular, gehe ich jetzt hier auf Anfrage stellen und trage dort mein Anliegen ein. Ich habe hier eine thematische Vorauswahl, hier zum Beispiel Reklamation, eine Zusammenfassung, trage dort meine Detailbeschreibung ein und kann auch per Drag and Drop Bilder auf das Formular ziehen, zum Beispiel von defekten Produkten. Und nachdem das Formular abgeschickt wurde, lande ich auf der typischen oder ServiceNow-typischen Detailansicht eines Falles, Case im Englischen. Und das zentrale Element dieser Detailansicht ist der Aktivitätsstrom, der chronologisch sortiert ist. Ich sehe immer auf der linken Seite das, was das System an Nachrichten generiert oder der Support-Mitarbeiter und auf der rechten Seite meine eigenen Aktivitäten. Ich kann also auch noch während der Fallbearbeitung Kommentare eingeben.
Ich kann weitere Bilder hochladen, auch wieder nur per Drag und Drop. Und es wird alles in diesem Aktivitätsstrom angezeigt. Damit hat der Kunde wirklich die maximale Transparenz darüber, wo steht sein Fall, wie wird er bearbeitet. Und er kann auch hier darüber mit dem Support-Mitarbeiter kommunizieren. Wie sieht das Ganze jetzt für den Support-Mitarbeiter im sogenannten Backoffice aus? Große Stärke von ServiceNow ist das Anbieten von mobilen Applikationen. Also man kann tatsächlich im ServiceNow mobile Applikationen konfigurieren und zusammenstellen. Mit dem neuesten Release Orlando lässt sich diese Applikation sogar jetzt auch anpassen an das CICD des Unternehmens. Ich kann also eine eigene Farbwelt vergeben, ich kann ein Logo vergeben. Also sowohl der Kunde kann hier seinen Fall einstellen, auch der Support-Mitarbeiter könnte hier darüber von unterwegs arbeiten. Die typische Sicht im ServiceNow ist jedoch die hier, eine tabellenartige Struktur. Jede Zeile entspricht einem Fall, einem Datensatz und jeder, der in Excel gearbeitet hat, wird sich hier zurechtfinden. Ich kann die Tabellen sortieren, ich kann Spalten ein- und ausblenden, ich kann sogar in der Tabelle bearbeiten durch Doppelklick auf eine einzelne Zelle. Auf eine einzelne Zelle. Ein weiteres tolles Feature von ServiceNow ist die Sicht auf die Daten über sogenannte Visual Taskboards. Die lassen sich konfigurieren und die sind ja im Zuge von Kanban und Co. ja auch salonfähig geworden. Und ich muss ja auch nicht nur immer den Status, also den Lebenszyklus eines Tickets oder eines Falles darstellen. Hier ist zum Beispiel mal eine Darstellung für die Sortierung nach verschiedenen Prioritäten, also ganz rechts niedrige Priorität und ganz links kritische hoch. Und der Support-Mitarbeiter kann eine einzelne Karte, die einem Fall entspricht, anfassen und per Drag and Drop in eine andere Zeile schieben. Und wann immer ich das tue, der Support-Mitarbeiter kann, je nachdem, was an Workflows dahinter hinterlegt ist, können Aktionen ausgelöst werden. Zu denen kommen wir gleich noch. Ein wichtiges Prinzip in ServiceNow ist, dass egal wo ich bin, in welchem Kanal, auf welchem Gerät, immer das, was ich tue, auch in allen anderen Sichten, Kanälen sofort sichtbar ist. Hier zum Beispiel der Kunde ein Bild hochgeladen von seiner defekten Schraubenverpackung und das ist dann auch sofort in dem Visual Taskboard zu sehen für den Support-Mitarbeiter. Die Visual Taskboards lassen sich auch noch weiter konfigurieren. Ich kann auf den Karten verschiedene Informationen einblenden. Hier sieht man, dass zum Beispiel der sogenannte SLA-Timer eingeblendet wurde, also so eine Art Indikator dafür, wie viel Zeit ich noch habe, um einen Fall zu bearbeiten. Die drei Farben, grün, gelb und rot, zeigen mir halt, wie weit der SLA erreicht oder überschritten wurde. Und ganz viel rot heißt hier einfach, dass die Supportmannschaft einfach mal aufgestockt werden müsste, weil sie mit der Fallbearbeitung nicht mehr hinterherkommt. Wir hatten vorhin gesehen, dass so eine Karte angefasst und in eine andere Spalte gezogen wurde. Und das System kann so konfiguriert werden, dass zum Beispiel im Falle der Kunde droht mit Anwalt, also eine absolut hohe Priorität dieses Falles, eine Eskalation ausgelöst werden kann. Und der hinterlegte Eskalationsmanager kann hier zum Beispiel per E-Mail oder auch via Push-Notification auf sein Smartphone darüber benachrichtigt werden und kann mit einem Klick die Eskalation annehmen oder auch ablehnen. Die Hauptarbeit des Service-Mitarbeiters wird hier in der Detailansicht eines Falles sein. Out of the box bringt ServiceNow alles schon fertig mit. Man kann es nutzen, man kann es aber auch seinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Das heißt, die Felder können verschoben werden, ein- und ausgeblendet werden. Und was man hier auch sieht, ist ein tolles Feature. Wenn eine Wissensbasis da ist, also eine Knowledge Base, kann das System auf Basis der eingegebenen Daten bereits selbstständig nach Lösungen suchen und diese sofort dem Mitarbeiter in dem Formular anbieten. Dadurch muss er nicht mehr selber recherchieren und kann hier bereits die Lösung sich übernehmen und den Kunden kommunizieren. Der bekannte Aktivitätsstrom aus dem Serviceportal ist auch hier vorhanden. Hier kann aber der Service-Mitarbeiter noch entscheiden, ob er dem Kunden eine Nachricht schreiben will oder nur intern die Nachricht lassen will, um anderen Service-Mitarbeitern einen Hinweis zu geben. Ich hatte oder wir hatten etwas über Medienbrüche gesagt und dass die doch tunlichst zu vermeiden sind, um Prozesskosten zu sparen. Deshalb bringt ServiceNow out of the box auch einen E-Mail-Client mit. Ich kann in dem Vorfallformular eine E-Mail schreiben. Die Anschrift
wird bereits vorausgefüllt und ich kann über im System hinterlegte Vorlagen bereits Antworten, Standardantworten auswählen und somit innerhalb von Sekunden dem Kunden eine Standardantwort schicken. Diese Antwort kann er entweder dann per Mail bekommen, genau, er kann sie per Mail bekommen. Auch das, was der Sachbearbeiter im Backoffice tut, wird sofort im Portal sichtbar und somit kann der Kunde zeitnah verfolgen, wie der Status seines Falles ist. Ist der Fall erfolgreich abgeschlossen, kann das System so konfiguriert werden, dass jetzt hier noch mit einer Umfrage nachgesetzt wird. Denn Umfrageergebnisse können dazu beitragen, den Service zu verbessern. Und die Umfrage wird automatisiert dann per Mail an den Kunden verschickt und klickt er dort auf diesen angebotenen Link, landet er wiederum in ServiceNow, füllt dort die Umfrage aus und die Ergebnisse werden im ServiceNow gesammelt. Das heißt, Sie müssen nicht mehr in Zukunft eine externe Umfragesoftware bemühen. Sie können diese Umfragen mit ServiceNow selbstständig erstellen. Wir haben hier mal einen Einblick auf den sogenannten Umfrage-Designer. Dort kann ich per Drag-and-Drop und mit einfachsten Mitteln auch komplexe Umfragen zusammenbauen und dann veröffentlichen. Hinter allem in ServiceNow liegen irgendwelche Regelwerke, Workflows und auch sowas Einfaches wie eine Kundenzufriedenheitsumfrage kann kompliziert sein in seinem Workflow. Ich habe aber als Nutzer von ServiceNow die Möglichkeit, diese Workflows mit wenigen Handgriffen zu konfigurieren. Ich brauche keinen Code, ich muss nicht entwickeln, um meinen Workflow zu bauen. Und ich kann in diesem Workflow die einzelnen Szenarien abbilden. Ich kann auch in dem Workflow die E-Mail-Vorlage konfigurieren. Wir sehen hier das entsprechende Formular, wo die E-Mail-Vorlage konfiguriert wird und über die entsprechenden Platzhalter werden dann die Daten ausgetauscht, zum Beispiel die E-Mail-Adresse des Empfängers. Ein System, egal wie gut es ist, wird niemals akzeptiert werden, wenn es nicht in der Lage ist, die vielen Daten, die es sammelt, irgendwie vernünftig zu visualisieren und zu reporten. Deswegen hat auch ServiceNow sehr viel investiert, um ein vernünftiges Reporting anzubieten. Es kann ein einfaches Reporting sein, hier zum Beispiel die Zusammenfassung der verschiedenen Umfragen, die gelaufen sind, in einer entsprechenden Darstellung. Es kann aber auch ziemlich schnell umfangreich und komplex werden. Ich kann zum Beispiel hier auch umfangreiche Dashboards bauen für Entscheider, für das Management und hier kaufmännische relevante Daten abbilden über eine Zeitachse. Jeder kann selbst Umfragen bauen und auch Reports und die entsprechenden Dashboards dazu. Hier sehen wir zum Beispiel mal eine ganz andere Art von Dashboard für den Support, für die Mitarbeiter des Supports und hier sehe ich zum Beispiel oben links die Anzahl der offenen Cases mit im Status in der Priorität Critical 49, hier sollte dringend was getan werden. Ein relativ neues Modul im ServiceNow ist das sogenannte Walk-Up-Modul, was sich um die Märkte vor Ort kümmert. Sie kennen es vielleicht aus großen Baumarktketten, wenn Sie dort in den Kundenservice-Bereich eintreten, gibt es manchmal so ein Terminal, wo Sie mit wenigen Buttons sagen können, was Ihr Anliegen ist und dann drücken Sie auf den Knopf und bekommen dann eine Nummer ausgespuckt und mit der Nummer setzen Sie sich dann in den Wartebereich und sehen dann am Monitor, wie die Nummer nach oben steigt und wann Sie dran sind. Das wird man einchecken, das ist möglich über ServiceNow, über das sogenannte Walk-Up-Modul. Und man kann dann halt auch auf dem Monitor sehen, wo stehe ich gerade, welcher Mitarbeiter wird mir demnächst zur Verfügung stehen. Man kann auch so Mini-Umfragen schalten im Laden. Manchmal sieht man, wenn man aus dem Laden austritt, so ein kleines Terminal mit so drei Buttons, mit so Smileys und kann dann halt seine Kauferfahrung einfach durch Drücken eines Buttons kundtun. Und dieses Ergebnis wird dann sofort wiederum an ServiceNow übermittelt. Ja, wie schon erwähnt, der Bereich Customer Service Management wächst rasant bei ServiceNow. Mit jedem Release kommen neue Funktionalitäten hinzu. Mittlerweile ist ein neues Werkzeug sehr ausgereift. Die sogenannten Workspaces konnte ich jetzt hier nicht zeigen. Das sind Arbeitsumgebungen, die man sich konfigurieren kann, um noch effizienter seine Fälle zu bearbeiten und noch effizienter die Verzahnung zu anderen Tickettypen, wie zum Beispiel Incident, zu bewerkstelligen. ServiceNow investiert auch wahnsinnig viel in das Thema Virtual Agent, also künstliche Intelligenz, wie kann ein Chatbot mit jemandem kommunizieren, wenn nicht gerade ein Support-Mitarbeiter verfügbar ist? Oder wie kann ich über sogenanntes Predictive Intelligence
steuern, welche Fälle zu welchen Mitarbeitern geroutet werden, weil zum Beispiel die Mitarbeiter im Support ganz bestimmte Skills haben und damit eben sie dafür ideal prädestiniert sind, um den Fall zu bearbeiten. Damit bin ich für meinen Teil am Ende und würden jetzt zu der abschließenden Zusammenfassung kommen. Thomas. Ja, würde ich mal gerne kurz wieder den Rahmen schließen. Mike, danke für diesen super Einblick. Was wir jetzt gesehen haben, war im Prinzip das, worauf ich am Anfang aufmerksam gemacht habe, dass man es mit Services auch schafft, die Arbeitsabläufe, die man bisher nicht so stark dokumentiert und messbar hat, für jeden Benutzer und Beteiligten in diesem Arbeitsablauf verfügbar zu machen, sofort dann auch entsprechend zu reporten und zu ändern. Und das ist eine enorme Qualitätssteigerung und ein Zeitgewinn. Und wie auch gerade schon gehört, es steigt auch dort deutlich die Kundenzufriedenheit. Steffen. Ja, vielen Dank euch beiden erstmal an dieser Stelle. Entschuldigung. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen ersten Einblick in dieses Thema ServiceNow bekommen und Sie haben auch schon einige Fragen. Bevor wir zu diesen Fragen kommen, möchten wir noch eine letzte Umfrage mit Ihnen gerne machen. Wo ist sie denn hin? Ah, ich war zu schnell mit dem Klicken. Entschuldigung. Erkennen Sie in der Nutzung von ServiceNow Potenzial zur Verbesserung der Kundenbeziehung, das, was Sie jetzt, den Einblick, den Sie heute bekommen haben? Ja, aber ich hätte noch Fragen. Eventuell werden wir noch prüfen. Nein, das hat mich nicht überzeugt. Vielleicht sind Sie auch ganz glücklich mit Ihrem Tool, was Sie gerade benutzen und hat auch vielleicht auf Ihre Ansprüche oder die Ansprüche, die Sie haben, einfach bessere Antworten. Kann ja auch immer sein, ist ja auch nicht schlimm. So, aber vielleicht können wir mal gucken, dass ja immerhin schon 55%, also die Hälfte der Teilnehmer hier sagen, ja, das hat Sie auf jeden Fall überzeugt, dass Sie mit ServiceNow Potenzial zur Verbesserung von Kundenbeziehungen haben. Vielleicht, Thomas und Mike, gehen wir mal in ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmerfragen rein, damit wir vielleicht noch mehr Leute überzeugen können, oder ihr beziehungsweise. Nämlich, hier gibt es nämlich noch konkrete Fragen zu ServiceNow. Also, wir haben Kunden, die haben schon ServiceNow, jedoch die TSI, also T-Systems, hat dieses Tool noch nicht da, müssen wir mühselig mit Schnittstellen arbeiten. Einführung 2021 bei der T-Systems, oder bei der T-SEC, was auch immer das ist. Ich kenne die ganzen Abkürzungen nicht komplett, aber da könnt ihr mir weiterhelfen. Kann ich. Es gibt interne Projekte bei der T-Systems, die sowohl unsere interne Tool-Landschaft, wo wir auch mehrere hundert Tools versteckt haben, Richtung T-Systems-Plattform migrieren. Das dauert ein bisschen länger. Was wir aber Stand jetzt schon haben, ist, dass wir für die Services, die wir von der T-Systems aus anbieten, schon die ServiceNow-Unterstützung haben. Wir bieten eine sogenannte Scoped App an, die wir entweder auf einer Instanz, die wir bei der T-Systems haben, dem Kunden zur Verfügung stellen können, damit er über Service genau unsere Backend-Systeme ansteuern kann für Incident Change, Problem Management und die Bestellungen. Oder diese Scope-App wird, wenn der Kunde schon selber hat, auf seiner Instanz beim Kunden installiert und kann es damit dann steuern und beauftragen. Okay, sehr gut. Jetzt gibt es noch mal eine Frage, die geht noch mal so ein bisschen in die Vergleich, vielleicht ganz kurz. Ich weiß, das ist ein umfassendes Thema, was wir jetzt hier ansprechen werden, nämlich den Vergleich. ServiceNow zu SAP, Microsoft etc. Wo liegt der USP? Also wo liegen die Vorteile? Wir wollten ja heute kein Vergleichswebinar machen, sondern einfach nur mal einen Einblick in ServiceNow reingeben, aber vielleicht könnt ihr es nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie ihr es persönlich auch seht. Vielleicht kann ich da ein kurzes Beispiel nennen. Also ich denke da an SuccessFactors beispielsweise im Bereich Human Resource, im Bereich Onboarding. Ja, da ist SuccessFactors stark. Die schaffen es, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen für Menschen, die ins Unternehmen reinkommen wollen. Und hier muss man dann entscheiden, ist es dann gut, SuccessFactors über den kompletten Prozess laufen zu lassen oder vielleicht dann eine Schnittstelle zu, und jetzt komme ich wieder zu ServiceNow zu finden, wo es dann darum geht, diesen neuen Mitarbeiter arbeitsfähig zu schaffen, ihn mit den Arbeitsmitteln zu versorgen, Accounts und so weiter und so fort. Will sagen, ich würde nie eine Entweder-Oder-Entscheidung fällen. Ich würde gucken, aus dem Grund des Investitionsschutzes, was habe ich und wie kann ich das am besten integrieren und was
wie kann ich die Zusammenarbeit in diesen beiden Tools am optimalsten gestalten? Also wie gesagt, ich würde es nicht ja oder nein sehen, sondern wie kann ich es am besten integrieren? Und damit ist ServiceNow ja auch stark. Mike, hast du noch was zu ergänzen? Aus deiner Erfahrung kennst du andere Anbieter-Tools? Ich kenne jetzt natürlich nicht alle Anbieter und Tools. Ich kann nur sagen, dass ServiceNow aus technischer Sicht gesehen schon sehr gut aufgestellt ist, um mit einer Plattform alles irgendwie abbilden zu können. Aber auch ich würde nicht jetzt mich von der Tool-Entscheidung stellen, sondern genau wie der Thomas gesagt hat, erstmal schauen, was alles in ServiceNow geht, was in anderen Tools geht. Wenn man ServiceNow bei sich einführt, dann fängt man ja wahrscheinlich erstmal klein an. Man fängt mit einer Disziplin an und führt die ein. Und dann schaut man im Laufe der Zeit, wie kann sich diese Anwendung, zum Beispiel Customer Service Management, noch stärker verzahnen mit bereits vorhandenen Systemen. Und dann trifft man eine Entscheidung, zieht man das ganze Thema Incident Management aus einer bestehenden Applikation ab und fügt es in ServiceNow ein. Und dann entscheidet sich die Daseinsberechtigung für ein Tool nicht heute, sondern vielleicht erst in 5, 6 Jahren. Das ist halt einfach zu komplex, um das jetzt hier mit einer einfachen Ja- oder Nein-Frage zu beantworten. Okay. Ja, vielen Dank. Wir haben eine weitere Frage. Es geht jetzt um das Thema IT-Sicherheit. Sehr spannend. Wie ist die IT-Sicherheit in der Cloud gewährleistet, wenn gegebenenfalls wichtige Firmendaten für die Verzahnung dort gespeichert werden müssen? Wie wird DSGVO gewährleistet? Gibt es Möglichkeiten der E2E-Encryption bei der... Entschuldigung, jetzt ist es weggesprungen bei mir, weil die Frage doch sehr lang war. Wo sind wir? Ich habe die aber schon gelesen. Ich habe auch schon eine Antwort dazu. Okay. Also genau das ist ja das spannende Thema, wo ich auch in der Anfangs zum Anfang meines Vortrags darauf hingewiesen habe, dass natürlich, weil es sich um eine Cloud-Software handelt, das Thema mit Datensicherheit und Datenschutz ein bisschen skeptisch betrachtet wird. Um das gewährleisten zu können, um auch gerade die Datenschutzgrundverordnung Anforderungen sicherzustellen, haben wir dann auch die Möglichkeit gehabt, dass wir ServiceNow aus einer deutschen Cloud auch anbieten. Das heißt, wir haben das in einem T-Systems Rechenzentrum drin und damit haben wir natürlich schon eine ganz andere Datenschutz- und Sicherheitsqualität, als wenn wir das bei einem Betreiber haben würden, der durch uns nicht direkt steuerbar wäre. Also das ist etwas, wo wir sagen, das wäre dann eine Option, wenn wir wirklich sensitive Daten in ServiceNow handhaben würden. Für die meisten Bewegdaten im IT-Service-Management beispielsweise, für die Incidents, ist diese Datenschutzrelevanz nicht so hoch anzusiedeln, als dass man sich dann diese Option durchdenken müsste. Aber die Möglichkeiten gibt es. Und das bedeutet, selbst als wenn es ein US-amerikanisches Unternehmen ist, kannst du dann als Anbieter mit einer deutschen Serverinfrastruktur dann auch gewährleisten, dass trotzdem keine Daten quasi in die USA zu irgendwelchen Abgleichgeschichten oder sowas gehen. Genau. Okay. Also ist es dementsprechend auch DSGVO-konform, ne? Das war ja auch nochmal ein Teil der Frage. Okay. Und die Daten werden verschlüsselt, wenn gewünscht, auch in der ganzen Datenbank gehalten. Also wirklich Ende zu Ende verschlüsselt. Okay, End-to-End-Verschlüsselung, das war ja auch noch ein Teil der Frage. Danke, Mike. Warum kann man ServiceNow nur als Lizenz bekommen und nicht als individuelles Softwarepaket? Ich glaube, das ist wiederum dem Geschäftsmodell von ServiceNow geschuldet, weil tatsächlich ServiceNow sein Geld damit verdient, Lizenzverträge für verschiedene Module. Und deshalb ist es auch schwierig, einen Preis für eine ServiceNow-Instanz zu nennen, sondern da muss man genauer angucken, welches Modul brauche ich, wie viele Benutzer sind drauf und wie viele Portalzugänge habe ich etc. etc. Darüber verdienen die ihr Geld. ServiceNow macht es tatsächlich sehr, sehr ungerne. Schließt es eigentlich fast aus, es ist eine Geschäftsführungsentscheidung bei denen immer, eine Instanz proprietär zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, Airbus hat eine und ich kenne noch 2, 3, 4 andere Großunternehmen, die so eine Ausnahmegenehmigung haben. Klammer auf, Telekom hat auch eine, Klammer zu. So, ansonsten widerspricht das ihrem Geschäftsmodell eigentlich. Wäre ja auch ungewöhnlich heute, proprietäre Softwarelösungen quasi sind ja eigentlich fast vom Markt komplett weg, oder? Jetzt außer im Businessbereich meine ich. Im Consumer-Bereich schon auch.
macht ja auch tatsächlich dann, weil ServiceNow kurze Release-Zyklen hat. Die sind sehr agil unterwegs mit der Erweiterung ihres Funktionsbereiches und Anpassung ihrer Funktionalitäten, dass sie quasi halbjährlich neue Releases rausbringen. Wenn man das jetzt on-prem, also proprietär verwalten würde, wäre der Aufwand schon sehr hoch, auch für die eigene Betriebsmannschaft. Und auch sicherlich schwieriger dann über ServiceNow zu steuern, was das Thema Aktualisierung der Software angeht. Okay. Es gibt hier noch eine Frage, die aber erstmal mit einem Statement auch eingeleitet wurde, nämlich, ich glaube, es gibt immer eine überlappende und irreführende Diskussion zwischen den Themenfeldern IT Service Management, also ITSM, und Service Management im Sinne von technischem Kundenservice, Customer Service, wie beispielsweise in der Instandhaltung oder im Sinne von CRM. Da stimmt ihr erstmal zu, oder? Dass man da genau aufpassen muss. Ja, also ist genau so. Und die Kunst ist halt, das entsprechend den Service noch umzusetzen. Ja. Jetzt aber zu meiner Frage. Wenn ich einen Service-Management-Prozess im Sinne von Kundenservice, zum Beispiel Instandhaltung von Maschinen, designen möchte, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich jetzt hier, das bricht immer wieder um, die Frage. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob mir da jemand helfen kann. Designen, da geht das nämlich, bin ein wenig, vielleicht kann mir das mal jemand vom Team nochmal rauskopieren und oben rein schreiben, weil ich kriege die Frage nicht komplett gelesen. Dann schieben wir die nochmal eins nach hinten und gehen auf die nächste Frage. Kommt gleich darauf zurück. Ich sehe schon rein. Die ist aber auch wirklich. Das hatten wir schon. Ah, da unten geht's noch weiter. Okay. Genau. Also, wo waren wir? Wir waren, Frage, wenn ich einen Service-Management-Prozess im Sinne von Kundenservice, zum Beispiel Instandhaltung von Maschinen, designen möchte, benötige ich aber immer Backend-Integration in Faktorierung, Debitoren und Kreditoren, Buchhaltung, Materialwirtschaft und so weiter. Also zumindest in eines von gegebenenfalls mehreren ERP-CRM-Systemen. ServiceNow alleine kann somit doch gar keine Geschäftsprozesse final, und da war wahrscheinlich jetzt wirklich mal die Zeichenzahl zu Ende. Sorry, da müssen wir dann das nächste Mal in zwei Fragen eingehen. Also kann wahrscheinlich final das alles nicht abbilden, ist die Frage. Das ist genau so und ist ja auch nicht jetzt wirklich die Absicht oder ist auch gar nicht technisch möglich. Was aber ServiceNow wirklich gut kann, ist die Integration solcher externen Systeme. Und es gibt auch schon fertige Lösungen für solche Integrationen. Zum Beispiel gibt es im App Store eine fertige Lösung, um ein Salesforce zu integrieren. Ne, das ist noch nicht mal kostenpflichtig, weil man hat ja auf beiden Seiten bereits bezahlt. Man lädt sich die App runter, installiert sie sich und schon hat man eine Integration in seinen Salesforce. Und andere Integrationen müsste man dann halt prüfen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was alles schon da ist oder was geht. Eventuell muss man dann halt eine entsprechende Schnittstelle noch entwerfen. Aber die Basis, die Infrastruktur ist da. Muss nicht neu erdacht werden. Genau. Gewöhnlich auch die CIs oder den Orderbestand, den man in ServiceNow hat, kommerziell bewertbar zu haben. Auch da gibt es Schnittstellen zum SAP, die dafür die entsprechenden Daten sorgen, um das damit anzureichern. Mhm. Super. Was jetzt nicht heißt, dass sie in ServiceNow gepflegt werden, sondern durchaus auch im SAP bleiben. Okay. Also das heißt, da müssen einfach nur die Schnittstellen aufgebaut werden und individuell angepasst werden, wenn man das Projekt aufsetzt. Genau, das Wort individuell war hier das Schlüsselwort. Es gibt keine pauschale Lösung und schon gar nicht in dem Potpourri von Möglichkeiten im ServiceNow. Man muss sich halt individuell anschauen, was bei dem Kunden erforderlich ist und das dann entsprechend anpassen. Okay. Jetzt ist natürlich auch die Frage nach den Kosten. Wie teuer ist denn so eine Lizenz? Gibt es da, kennt ihr das, könnt ihr mal das Lizenzmodell ein bisschen auch im Bereich Kosten darstellen? Also, wie ich schon erwähnt habe, das Lizenzmodell von ServiceNow ist nicht per se so einfach zu verstehen wie ein Use Case, den man in ServiceNow abbildet, muss ich ehrlich gestehen, weil es tatsächlich davon abhängt, wie viel Benutzer
wie viele Benutzer in ServiceNow abgebildet werden müssen, wie viele Portalzugänge man hat, wie viele Portalbesuche man hat, welche Module von ServiceNow, weil das ja ein sehr stark modularisiertes System ist, man benötigt. Benötigt man ITSM, benötigt man CSM, benötigt man ITOM, auch da gibt es dann verschiedene Ausbaustufen wie Standard und Professional und so weiter, die je nach mehr oder weniger starke Funktionalitäten haben. Also eine Aussage zu sagen, ServiceNow kostet x Euro, kann man so gar nicht liefern. Man muss tatsächlich wissen, wozu will man es einsetzen, in welchem Umfang will man es einsetzen, und dann würde man einen Business Case erstellen, der dann sagt, okay, das ist für mich als Unternehmen sinnvoll, ServiceNow zu verwenden, oder in diesem Fall ist es vielleicht eher schlauer, die bestehenden Unternehmen Tool weiter zu verwenden. Das ist eine Investmentfrage. Sie haben wahrscheinlich dann auch, oder ihr, man hat verschiedene Lizenzkosten, wenn man jetzt irgendwie 50 Mitarbeiter hat oder hat 1000 Mitarbeiter, die an diesem Tool dann teilnehmen, dann werden die einzelnen, dann gibt es wahrscheinlich solche Packages, das kennt man ja von den anderen Anbietern, SAP und andere machen das ja nicht anders, und dann gibt es ja verschiedene Module, die ServiceNow dann entsprechend, Mike hat ja eben Pano vorgestellt, du hast ja die große Folie gezeigt, was ServiceNow alles kann, und wir haben uns ja heute nur auf ein paar Sachen konzentriert, die man dann noch dazu kaufen kann, wie teuer dann eine Lizenz ist. Ne? Also das sind so. Genau. Kann man sicherlich auch auf der, die Kerngeschichte dessen, was du heute dargestellt hast, kann man das sagen, das kostet roundabout, wenn man sagt, so irgendwie in dem kleinen Package für 50 Personen, gibt es da irgendwie, kann man da eine Nummer dranhängen zwischen so und so und so und so viel Euro pro Monat, pro Jahr? Schwierig. Ich sehe schon. Du lobst also die haben, man kann... also man kann tatsächlich auf der ServiceNow Homepage, es gibt zwei Ansätze. Einmal, wenn wir jetzt als Systems Kunden beraten und da ServiceNow mit verkaufen, machen wir sicherlich auch andere Preise, als wenn es direkt zu ServiceNow geht. Man kann aber sich einen Einblick verschaffen auf der ServiceNow Homepage, was eine monatliche Lizenz für einen Benutzer kosten würde. Also für einen, der alles kann, Workflows bearbeiten, Design und so weiter, und für einen normalen Benutzer. Und die bewegen sich so im Bereich von, ich weiß nicht, ich glaube zwischen so 20, 30, 40 Euro, ich weiß es nicht genau. Also es ist nur aus dem Bauch heraus. Wenn Sie da mehr wissen wollen, melden Sie sich bitte. Sie können sich ja gleich noch die PowerPoint hier runterladen, beziehungsweise das PDF, und dann haben Sie dann auch die Kontaktmöglichkeiten zu dem Thomas Stullig und dem Mike Skoddo, und dann können Sie die auch nochmal persönlich kontaktieren, wenn Sie dann ein individuelles Angebot für Ihr Unternehmen benötigen. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Wir haben noch 4 Minuten, schalten gleich bestimmt auch schon in den Abschlussmodus, aber wir machen noch die Fragen. Sie haben tolle Fragen und viele Fragen gestellt. Vielen Dank dafür. Wir haben recht viele Kunden aus dem Public-Sektor und dort besteht eine gewisse Grundabneigung gegen Cloud-Dienste. Sie sagten vorhin, dass ServiceNow in Deutschland gehostet werden kann. Welche Mechanismen, Zertifizierungen etc. werden diesbezüglich geboten, gerade im Public-Bereich? Kann ich so aus dem Bauch heraus nicht sagen, müsste ich tatsächlich mal dann nochmal im Nachgang recherchieren. Ich kann die Frage gerne dann auch an den Fragesteller dann nochmal beantworten. Bitte im Hintergrund halten, dass ich für die nötige Information sorge. Sehr gut, also das finde ich ehrlich und offen. Wir können auch nicht alles beantworten, aber wir kümmern uns um Sie. Wir wissen ja, wer die Frage gestellt hat, und dann wenden wir uns nochmal an Sie. So, dann haben wir ServiceNow Daten Backup und auch Premises möglich oder auch beim Backup reines Cloud-Produkt. Also was man machen kann, ist natürlich seinen Datenbestand, weil es im Prinzip eine Datenbank ist, die im Hintergrund ist, exportieren. Die kann man sich irgendwo hinlegen und kann man auch wieder importieren, Mike. Ich glaube, das ist das, was ja ServiceNow über seine Schnittstelle ohnehin bietet, oder? Ja. Datenexport und Import ist eine Kerndisziplin, die sehr gut umgesetzt ist, ja. Okay. Was haben wir noch? Und ansonsten, Entschuldigung, doch als Ergänzung, wenn wir halt einen Application Management Service drauf haben, dann ist das ohnehin mit integriert, dass wir für eine Datensicherung sorgen. Da muss man sich nur darüber unterhalten, wie lange werden die Daten aufbereitet und so weiter und so fort, wenn man es nicht selber als Benutzer individuell machen möchte oder als Kunde. Steffen. Gut. Ja, ich glaube, wir haben auch damit alle entsprechenden Fragen. Gehe gerade nochmal durch, und wir sind ja auch 10.58 Uhr fast durch. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, es gab jetzt noch mal ein paar Rückmeldungen zu den Preisgeschichten.
Wir werden dazu auch nochmal dann individuell, wie gesagt, das muss man individuell entscheiden, welches Angebot Sie denn benötigen. Man kann das nicht pauschal sagen, die normalen Preise, die man auf der Website findet für Unternehmen, sind im Endeffekt nur Orientierungspunkte. Das hier ist ja auch, das sind ja keine ServiceNow-Mitarbeiter, sondern sind von der T-Systems, wo die Media Solutions bzw. der DT-Con, die dann für die Implementation der entsprechenden Software Lösungen dann auch zuständig sind und dann entsprechend dann Angebote für Sie bei ServiceNow auch entsprechend einholen können. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Ich habe einen guten Einblick bekommen. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Es gab ein paar kleine technische Probleme, aber die haben wir auch gelöst. Und ansonsten möchte ich noch einen kurzen Ausblick wagen auf das nächste Webinar in der nächsten Woche. Da geht es darum, wie Sie valide Blockchain-Use-Cases aufbauen können. Also Blockchain immer noch ein heißes Thema und da freue ich mich sehr drauf. Einsatzszenarien und wie gesagt, wie schaffen Sie es dort, Use-Cases aufzubauen. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie wieder dabei wären. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine gesunde nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao.